Bam! Und willkommen zurück zu Pico Deku! In der letzten Folge haben wir die Best-Kicken-Meisterschaften geschafft. Und wir zertreten einfach mal den Pokal von der vorherigen Meisterin. Schätze ich mal, dass es sie ist. Wir haben sie auf jeden Fall besiegt und haben dafür 5 Münzen bekommen. Vielleicht können wir da irgendwas damit kaufen oder so? Ich bin selber noch ein bisschen überfragt bei dem Spiel. Wie gesagt, ich spiele es blind. Aber, ja. Auf jeden Fall ist das Spiel bisher sehr interessant und wir werden heute bestimmt viel mehr erfahren. Und, oh, da oben ist ein Geschenk. Komm ich da ran? Ja! Du hast eine Trophäe gefunden! Best Kickmeister! Aber es war doch ein Mädchen. Ich dachte, es ist eine Meisterin. Aber cool, wir haben eine Trophäe bekommen. Ich schätze mal, das sind die ganzen Collectibles oder so. So, ich habe auch gesehen, letzte Folge, man kann hier hoch und dann... hier rüber. Und dann gibt es hier oben noch was. Einen Shop. Hm. Gehen wir mal rein. Hallo. Du hast mein Geschäft ruiniert. Was ist dein Geschäft? Ich habe Bestienartikel verkauft. Becher, Poster, Spielzeug. Die Leute hatten Angst und waren gleichzeitig fasziniert. Das Zeug fand reißenden Absatz. Bevor du erschienen bist, wollte ich meinen Hit Bestienlos durch die Nacht veröffentlichen. Das wäre super geworden. Wie bitte? Na, wie wohl? Ich habe Best... Achso. Hm. Sagt er sonst noch was anderes? Nee, okay. Aber wir haben doch gar nichts gemacht. Warum hat der hier eigentlich was im Mund? So ein Hamster-Ding oder was auch immer das ist. Wo haben wir ab hier? Kann man die so kaufen? Ah, die kann man wirklich kaufen. Geh weg. Ne, man kann nur hier die kaufen, aber ich habe nicht genug Geld. Möchtest du dieses Plüschmonster kaufen? Ja. Sehr schön. Oh, Moment. Tut mir leid, du hast nicht genug Geld. Gut, dann denke ich mal, sollen wir das kaufen? Ja, dann sammeln wir mal ein bisschen Geld. Wie auch immer. Haben wir noch keine Ahnung, wie das geht. Boing, boing, boing. Was ist das hier? Ah, okay, nichts. Hallo. Du siehst nicht so böse aus, wie es eine Legende heißt. Ich bin nicht böse. Hm, manchmal sind die bösen Leute diejenigen, die gar nicht danach aussehen. Okay. Ich bin böse. Ich könnte dich zerquetschen, indem ich mich einfach auf dich setze. Pass bloß auf. Oh, alles klar. Oh, wir haben einen Apfel bekommen. Falls ihr euch noch erinnert, in der ersten Folge, da gab es im Brunnen einen Ort, wo wir hin können. Und zwar nur, wenn wir make it rain. Warum kann ich hier drauf stehen? Wo wir nur hin können, wenn wir einen Apfel haben. Und jetzt haben wir einen Apfel. Und da möchte ich jetzt kurz ein bisschen zurück. Wir werden beobachtet. Schon wieder. Juhu! Rein da. Alles gut. Hier ist Wasser. Wir sterben nicht. Wie in Minecraft, man take kein Damage im Wasser. Wir platzieren den Apfel dort rein. Oh, wir brauchen 3. Oh. Na gut, das habe ich übersehen. Aber gut zu wissen. So, dann kommen wir runter hier. Ich bin gar nicht da. Ich finde es aber ein bisschen blöd, dass man so ein bisschen durchglitscht. Weiß nicht, das sieht einfach visually nicht so geil aus. Nein. Ich will da hoch. Wo komme ich denn da hoch? Nein, nicht da rein, nicht da reinfallen. Ich hab's doch gerade auch geschafft, da hochzukommen. So, nein! Ach, komm, wir gehen. Aber warte, wir können da über den Baum hoch, ne? Ja. Ah. Vielleicht ist das auch so eigentlich gewollt. Ups. Boing. So, spielen wir mal hier hoch. Alles voll mit. Was ist das? Honig oder so? Was ist das? Du warst also die ganze Zeit diese Bestie? Hast du die Plüschspielzeuge aus dem Laden gesehen? Du siehst ihnen kein bisschen ähnlich. Schön für dich. Ah ja. Die Musik erinnert mich irgendwie an Mario World. Ah! Stimmt was nicht? Ich habe meine Inspiration verloren. Das ist eine Katastrophe. Ich bin eine Katastrophe. Sie haben mich gebeten, ein Gesicht für die Vogelscheuche zu zeichnen, aber nur den Vögeln gefällt es. Und das ist nicht gut. Sie sollten Angst kriegen. Es ist eine Vogelscheuche. Sie sollte Vögel verscheuchen. Ich besitze nicht die Kraft. Und darüber hinaus habe ich meinen Stift verloren. Wahrscheinlich liegt er irgendwo in meinem Keller. Kannst du mal nachsehen? Finde den Stifthut.
Fische verloren. Okay. Hat er mich gerade getreten? Aua. Ich zurück. Okay, was haben wir denn hier? Ein paar schlecht gemalte Bilder, ein paar Boxen. Die boxen wir mal an die Wand. Wenn das geht. Moment. Na, ich will den anderen boxen. Geht das jetzt wirklich nicht mehr? Hab ich irgendwie verkackelt oder so? Moment. Das geht bestimmt noch irgendwie. So, müsst ihr aneinander trennen und dann zack. Na komm. Geht das nicht? Oder muss ich vielleicht selber treten? Ach, das respawnt den einfach. Okay. Ach, ich glaube, wir müssen den hier auf den anderen draufpacken. Kann das sein? Hm. Aber es funktioniert nicht so gut, wie ich dachte. Obwohl, warte, hier ist so eine Schräge. Das könnte so funktionieren, wenn ich es so mache. Und dann zack. Nein. Geht mal ein bisschen weiter nach da. Einer muss so rüber. Der andere muss irgendwie auf den anderen drauf. Ja, das... Nein, das war ganz gut. Das war eigentlich ganz gut. Okay. Versuchen wir es aber nochmal. Ja, siehst du, so meinte ich es eigentlich. Aber jetzt sind beide hier. Das ist ja jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Ach Gott. Ist aber auch nicht einfach. Aber ich versuche nochmal ein bisschen. Oh Mann, ich habe eine Idee. So. Dann fährt er drauf. Okay, Moment. Ein bisschen dahin schieben und dann fährt er da drauf. Und dann sind die schon gestackt. Yay! Stifthut! Geh und sprich mit dem Maler. Okay, ich gehe ja schon. Was gibt's denn hier hin? Gibt's hier irgendein Secret? Ein Secret for everybody? Nein, schade. Ja, der Azai ist schon sehr interessant. Oh, du hast meinen Stift gefunden. Naja, du kannst ihn behalten. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Das dürfte das Ende meiner Karriere sein. Ah, weißt du, wie man ihn trägt? Den Stift tragen? Ja, tragen. Hast du einfach noch nie einen Hut getragen? Oh, hast du dein Leben in einer Höhle verbracht oder so? Gut, ich erklär's dir. Zuerst drückst du den Knopf, damit fährst du fort und blätterst zu dem Hut, den du tragen willst. Dann lässt du die Tasse einfach los und schwupps. Sitzt er auf deinem Kopf. Hier, ich habe eine Leinwand. Sie ist natürlich leer. Und nur zu, zeichne ein Gesicht für die Vogelscheuche. Du wirst zweifellos besser machen als ich. Zeichne ein Gesicht für die Vogelscheuche. Ah, wenn ich hier gedrückt halte, kann ich hier Sachen auswählen. Oh. Okay. Ah, jetzt können wir zeichnen damit. Okay, ein Gesicht für die Vogelscheuche. Okay, aber ich hab jetzt was ich machen möchte. Ja, machen wir es, glaube ich, mal ganz aus. Ich denke, das ist ganz gut so. Ich bin natürlich kein Künstler oder so, deshalb wird das jetzt nicht geil aussehen. Also erwarte bitte nichts Krasses. So, ein bisschen Blush. Muss ja gefährlich aussehen, ne? Schön gefährlich. Oh, das war's schon? Oh Gott, ich wollte gar nicht drücken. Naja, egal, ich wollte eigentlich noch einen Mund machen. Nein, halt nicht. Wow, wie hast du das gemacht? Das ist ein Meisterwerk. Mir war nicht klar, dass du so viel Talent hast. Jetzt solltest du es am Kopf der Vogelscheuche anbringen. Hier, nimm es. Das Vogel... Ich hab gerade geredet. Das Vogelscheuchengesicht. Kann ich es noch umändern? Das ist das Gesicht mit der Vogelscheuche. Hör auf. Gott, jetzt habe ich das aus Versehen. Ich wollte noch ein Gesicht rein tun. Naja, egal. Ist das jetzt hier drin? Ja, hier ist das jetzt drin. Oh, lol. Mhm. Ich kann damit so gar nichts machen. Naja, passiert. Ich meine, es sieht auch lustig aus. So, also. Es sieht jetzt nicht komplett kacke aus. Kann man so nehmen. Moment, man kann auch auf diesen Dingern hochbouncen. Gibt es hier oben was? Tatsächlich. Boah. Ich bin Big Brain. Warte, geh doch nicht weg, Digga. Warte, bevor ich da lang gehe. Oh nein, was habe ich getan? Ah! Okay, zack, wir machen so. Yay! Gehender Piku-Trophäe. Das ist doch cool. Komm, 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 komm. Nein. Boing.
Leute, ihr nennt mich Spitzkopf. Du bist wohl eher der Spitzkopf. Denn du schaust das Video und hast hoffentlich geliked. Yeah. So, und ich hoffe, dass ich... wo bin ich denn hier? Das sieht aus wie Eier. Warte, sind das Eier? Kann ich die kaputt machen? Oh. Klopf, klopf. Ist da jemand zu Hause? Guck mal, ihr seid schon früher geboren. Ist das nicht cool? Was? Was hast du mit meinen Kindern gemacht? Wo sind die hin? Sie sind jetzt erwachsen. Nein, sind sie nicht! Sie haben noch nicht mal ihren ersten Wurm gefressen! Du hast meine Eier zertreten! Jetzt sind meine Kinder verschwunden und wahrscheinlich sehr hungrig! Finde sie! Bring deine Feder in Ordnung! Finde den ersten verschwundenen Vogel. Nö. Bye! Oh, da ist einer. Da ist einer der Vögel! Komm mal her, du! Hallo? Deine Mutter will ich sehen. Warum? Gut, wir hatten in letzter Zeit keine enge Bindung. Aber ich brauche Zeit, um zu mir selbst zu finden. Naja, schön, ich fliege zu dir. Wir sehen uns dort. Gut. Den zweiten Vogel. Ich mag den Humor des Spiels. Das ist echt nicht schlecht. Hier ist ein Briefkasten. Mal schauen, ob wir den benutzen können. Was haben wir denn hier? Ich habe gehört, Mr. Sunshine soll heute hier auftauchen. Er kommt nicht oft persönlich. Wie aufregend. Stell dich mir vor, ja. So, was haben wir hier? Ich muss doch wirklich langsam die Steam-Nachrichten ausschalten. Ich liebe Blumen. Ich versuche hier welche zu züchten, aber aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Irgendwas muss mir fehlen. Wasser? Aber klar doch, ich wüsste es, wenn Blumen Wasser bräuchten, um zu wachsen. Sie brauchen nichts weiter als Liebe. Ich liebe Blumen. Irgendwas muss mir fehlen. Liebe? Wage es nicht zu behaupten, ich würde meine Blumen nicht lieben. Sorry. Das war nicht so gemeint. Kann man hier hochklettern? Nö. Weißt du, das sind Treppen. Das sind Leitern, ne? Aber du kannst nicht hochklettern. Okay. Muss man auch nicht verstehen. Na dann. Gehen wir zur Vogelscheuche und ändern wir ihr Gesicht. Auch wenn das Gesicht jetzt nicht so geil ist. Ey, es ist immerhin etwas. Und es war jetzt auch nicht so blöd, komm. Was habe ich da gesehen? Ah, wir werden überall beobachtet. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Wer beobachtet uns denn? Nein, ich wollte nicht runter! Nein! Nein, hilf mir! Eimer! Heilige Eimer, rette mich! Ich war falsch schon drin. Wow, 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 wow. Okay. Vogelscheuche war wo nochmal? Ich glaube, nach der Brücke kamen sie, ne? Hallo! Mach das nie wieder! Okay, red da nicht mehr mit mir. Müsste hier irgendwo gewesen sein, ne? Ja, hier ist sie. Ich mag das Gesicht eigentlich, aber wir sollen es ja ändern. Ah! Rückzug, Rückzug! Oh, wunderbar, wunderbar. Alle Vögel sind weg. Das neue Gesicht hat sie wirklich verscheucht. Oh, Moment! Was? Ein Riesenroboter? Pass auf! Alles in Ordnung? Nein? Oh, ich schätze, ich hätte dir von dem Roboter erzählen sollen. Weißt du, wir haben Mais in unserem Dorf, viel Mais. Daher haben wir einen Vertrag mit Sunshine Inc. abgeschlossen und jetzt kommt jede Woche einer ihrer Roboter und holt ihn ab. Im Gegenzug verteilen die Roboter überall in unserem Dorf Geld. Gratis Geld überall! Tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Wenigstens hat er die Vögel verscheucht. Du hast gute Arbeit geleistet, danke! Okay. Erkunde die Welt. Okay, es gibt noch keine richtige neue Mission. Aber was ist denn hier passiert? Meine arme Vogelscheuche. Man sieht auch ihr Gesicht. Geil. Oh, hi. Kann ich was mit dir machen? Kannst du mich einsaugen oder so? Saug mich ein. Okay, das Mais wächst aber sehr schnell nach, muss man zugeben. Okay, ich glaube, mit dem Ding kann ich gerade auch nichts machen. Keine Ahnung. Radeln wir erstmal wieder zurück.
Was ist denn hier passiert? Mr. Sunshine ist hier! Meine lieben Freunde, es ist eine Weile her, dass ich begonnen habe, wöchentlich Geld zu verteilen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ja, wuhu! Aber heute habe ich eine Überraschung für euch. Eine Überraschung! Wir lieben Überraschungen. Wie viele von euch wissen, habe ich die Zentrale von Sunshine Inc. im alten Vulkan angerichtet. Das ist ein wirklich wunderbarer Ort und ich bedauere, dass ihr euch nicht daran erfreuen könnt. Ja, das ist schade. Deswegen habe ich beschlossen, eine von euch eine Gratisführung zu geben. Ja, gratis! Aber leider ist nur ein Platz in meinem Robocopter frei. Wer wird das Glück haben, mitkommen zu dürfen? Ich! Nimm mich mit! Nun, der Name steht hier. Das Glück, die Zentrale von Sunshine Inc. besichtigen zu dürfen, hat heute... Eli! Das bin ich! Ich darf mit zum Vulkan! Herzlichen Glückwunsch! Bitte halt still, werde ich dich hochholen. Super! Eigentlich bin ich gar nicht mal richtig gegrabt worden, sondern nur ein Pixel von mir, aber passt schon. Nun, das war's für heute. Ich komme nächste Woche wieder. Bis dahin. Genießt euer gratis Geld und denkt dran, ihr seid perfekt! Tschüss, ihr Trottel! Ach, Mr. Sunshine ist ein netter Kerl. Ja, ich bin so neidisch, dass ich nicht mitgenommen wurde. Tja, vielleicht nächstes Mal. Warte, jetzt sind hier über Münzen! Danke für das gratis Geld! Juhu! Warte, wie komme ich denn anders an die anderen ran? Zack! Was? Damit kann ich nichts grabben? Oder mache ich es einfach nur schlecht? Nee, man kann damit wirklich nichts grabben. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Aber ich will das Geld. Nein, 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 nicht runter! Ich fall hier immer runter! Ist aber auch nicht so geil passiert, muss ich zugeben. Hätte man besser machen können. Yahoo! Okay, ich denke mal, wir suchen einfach ein bisschen nach gratis Geld. Muss hier irgendwo sein. Und nach den anderen Vogel. Natürlich auch noch. Zack! Ding dong dong dong. Ding dong dong. Ding dong dong. Boing, auch eine Münze. Da ist der Vogel. Oh, hallo, was geht ab? Nichts. Hm, gut. Bis dann. Oh, hallo, was geht ab? Deine Mutter sucht dich. Warum kann ich nicht schon mein eigenes Leben führen? Naja, ich sollte mich abschwören. Kehre zu Mutter Vogel zurück. Machen wir. Boing. Das Geld. Das ist eine Geldwolke. Leute, wichtig. Geld. Yes. Boah, ich bin schon reich. 11 Münzen. Ich kann gleich mein neues Amiibo kaufen. Meine neue Bösewicht-Amiibo. Das Monster aus dem Eis. Der Ugel aus dem Eis. Yahoo! Oder was auch immer. Hallo. Meine Kinder sind wieder zu Hause. Danke, dass du sie mitgebracht hast. Aber kein Danke dafür, dass sie deinetwegen überhaupt verschwunden waren. Versprichst du, keine Eier mehr kaputt zu machen, die ihnen nicht gehören? Versprochen. Gut! Nimm das! Ich habe versucht, es zu fressen, aber ich habe es nicht runtergekriegt. Hoffe, du findest eine Verwendung dafür. Einen Apfel! Yeah! Geil! Alleinerziehende Mutter und komme super klar. Aber mach meine Eier nicht kaputt. Okay, mache ich nicht. Bye, bye.